Eigentlich hätte die dritte Etappe des Evo Cups, der zweitwichtigsten internationalen Rennserie nach dem Weltcup, in Fornia Voltri im Friaul stattfinden sollen. Doch wegen des Schneemangels wurden die Rennen kurzfristig nach Südtirol verlegt. Und Renown hat hervorragende Arbeit geleistet. Man merkte gar nicht, dass diese Veranstaltung in nur 10 Tagen organisiert wurde. Insgesamt waren 250 Athleten aus 36 verschiedenen Nationen am Start, darunter auch zahlreiche Top-Läufer. Es sind viele Weltcup-Läufer hintergekommen in dem Sinn. Es sind Leute da, die sind letztes Jahr bei der WM Vierter geworden, beziehungsweise haben sogar in der norwegischen Staffel eine Goldmedaille gewonnen. Also das Niveau ist recht hoch im Europacup und deswegen glaube ich, wenn man sich da auch durchsetzt, kann man sich sehr gut empfehlen. Die Wettkämpfe wurden dann erwartungsgemäß von den Athleten aus Russland und Norwegen beherrscht. Überraschend stark zeigten sich auch die Österreicher, die in diesem Winter zur absoluten Weltklasse vorgestoßen sind. Die Russen holten sich nach dem Sieg in der Mixstaffel auch den Männersprint mit Alexei Volkov vor den beiden Österreichern Tobias Eberhardt und Daniel Mesotic. Im Verfolgungsrennen am Sonntag revanchierte sich Eberhardt und setzte sich diesmal vor zwei Russen, Volkov und Lapschin, durch. Der 27-Jährige aus Saalfelden übernahm mit diesem Sieg die Führung in der Evo Cup Gesamtwertung und hofft nun, seinem Bruder Julian im Weltcup folgen zu dürfen. Wir haben 5 Startplätze und da ist schwierig, dass man reinkommt. Ich habe mir empfohlen und also weitere werde ich während der Weihnachtspause, auf dem ich jetzt gefallen, entscheiden dann. Ja. Bei den Damen hieß hingegen die Siegerin an beiden Tagen Marte Olsbu. Die 22-jährige Norwegerin feierte in Ridnaun ihre beiden ersten großen internationalen Erfolge. Sowohl im Sprint als auch in der Verfolgung setzte sie sich gegen die gleichaltrige Landsfrau Anne Skrovenossum durch. Besonders im Rennen am Sonntag war es sehr spannend, denn bis zum letzten Schießen lagen beide Norwegerinnen noch gleich auf. Am Ende siegte Olsbu knapp vor ihrer Mannschaftskollegin. Bester Azur an beiden Tagen in Ridnaun war der Oberrasner Markus Windisch, der diese Woche zum Weltcup sozusagen abgestiegen ist, um zu seiner alten Form zurückzufinden. Der 28-Jährige ist dafür bekannt, immer sehr langsam in die Saison zu starten. Im Sprint wurde er 15. Doch in der Verfolgung schaffte er es mit nur einem Schießfehler und einer starken Laufleistung auf den guten 9. Rang. Mit dieser Platzierung empfahl er sich auch wieder für die kommenden Weltcuprennen. Ja, ich hoffe, dass ich mich heute für den Weltcup wieder empfohlen habe. Die Schießleistung ist wieder gekommen, wie sie es eigentlich gesollt hat, wie es das ganze Jahr war. Und ich denke, jetzt in der Weihnachtspause mit ein paar guten Trainingseinheiten bin ich noch fit für Jänner. Nicht erklären kann sich Markus Windisch, warum er immer Probleme am Beginn der Saison hat. Ich kann mir selber nicht erklären, weil heuer im November noch bei der Vorbereitung auf Schnee war ich noch ganz gut. Beieinander eigentlich, war das Niveau bei uns generell gut in der Mannschaft. Und ich kann mir das eigentlich nicht erklären, warum ich in den ersten Wettkämpfen so Schwierigkeiten habe, in Schwung zu kommen. Das muss ich jetzt nochmal mit den Trainern genau analysieren und da müssen wir schauen, dass wir das eventuell auch für ein anderes Jahr noch verbessern können. Dem Antholzer Daniel Daschler gelang wie Windisch in der Verfolgung eine gute Aufholjagd. Im Sprint hatte der 25-Jährige Pech mit der Startnummer und wurde nur 59. Am Sonntag machte er aber 23 Ränge gut und beendete die Verfolgung an 36. Stelle. Daschler zeigte sich sehr treffsicher. Der Antholzer, der erst letzte Woche nach 5 Monaten Zwangspause wieder seinen ersten Wettkampf bestritt, weiß, wie steil der Weg nach oben ist, träumt aber doch von einem Weltcup-Einsatz zu Hause in Antholz. Weltcup-Einsätze ist vielleicht ein bisschen hoch. Ich habe nächstes Jahr Pech gehabt, wir haben 5 Monate passiert, die ganze Saison praktisch flach gelegen. Ich muss wieder schauen, von unten anzufangen und von unten nach oben zu arbeiten. Und ich hoffe, es gelingt mir. Bei den Frauen war mit der 22-jährigen Federica Sanfilippo lediglich eine Südtirolerin am Start. Die Lokalmatadorin aus Ridnaun holte in beiden Rennen Punkten. Im Sprint wurde sie 28. In der Verfolgung holte sie 5 Plätze auf und verpasste nur knapp eine Platzierung in den Top 20. Langsam findet auch sie wieder zu ihrer Form zurück. Ich versuche jetzt alleweil meine Form im IBU-Cup zu finden. Also ich war heuer ziemlich viel krank und ich war wirklich zufrieden, wenn ich wieder unter die ersten 20 laufen kann konstant. Und noch, wenn die Resultate im IBU-Cup kommen, dann kommt logischerweise automatisch auch die Qualifikation im Weltcup. Zufrieden mit den Leistungen der einheimischen Biathleten zeigte sich auch Trainer Alexander Inders, der für das Weltcup-Team der Damen verantwortlich ist. Gestern bei den Sprints ist es nicht ganz gut, so gut gegangen. Dafür haben wir uns heute nicht mehr gekannt, wie ein
aufholen, wenn die Plätze gut machen, vor allem das Schießen, wo heute generell sehr gut, muss ich sagen. Und deswegen haben wir auch ziemlich auf den Plätze aufgeholt und im Großen und Ganzen können wir schon zufrieden sein. Nach dem Weltcuprennen in Antholz Mitte Jänner kommt der IBU Cup ein zweites Mal nach Südtirol und zwar vom 1. bis 3. Februar 2013 nach Martell. Federica San Filippo